So, schönen guten Tag, liebe Geschwister aus dem Stamme der Wahrheitssucher. Ja, und herzliche Grüße aus der Isolation in die Isolation. Mal gucken, wie lange das noch geht. Ich habe schon verschiedene Anfragen dazu bekommen. Da bin ich aber immer noch am Rechnen, bevor ich da was dazu sage. Weil Zeitberechnung ist eine diffizile Sache, auch in der Stundenastrologie. Gut, ich habe vor einiger Zeit einen Kanal entdeckt, der nennt sich Kunst der Stunde. Das ist ein Kollege, der auch Astrologie betreibt. Und der stellt immer die Horoskope, fast jeden Tag, glaube ich sogar, auf den Morgen, 0 Uhr. Ich finde es anregend. Ich stimme nicht mit allem überein, was er da sagt, aber ich finde ihn interessant und anregend und empfehle hiermit Kunst der Stunde. Das erzähle ich gleich nochmal innerhalb der Mitteilung hier dieses Videos. Ich mache das jetzt auch mal, muss mal so heute zwischendurch, so ein Tageshoroskop. Ich werde demnächst mich ein bisschen mal zur WHO äußern und dort ein Horoskop machen und vor allen Dingen zur Federal Reserve Bank. Ansonsten geht es heute ein bisschen um das, was aktuell draußen los ist und um die verschiedenen Gerüchte zu den Kindern dieser Welt, die nicht mehr bei ihren Eltern sind, sondern die in irgendeiner Form in Obhut genommen wurden, sage ich mal so vorsichtig, durch irgendwelche Instanzen, die meinen, das wäre alles machbar. Ja, ansonsten dazu habe ich, das werde ich auch im Beitrag beschreiben, vor, demnächst mal einen Schwarmintelligenzabend zu machen, wo wir uns um die dunklen Anteile in uns und damit auch in der Welt heilend kümmern, soweit uns das möglich ist. Das beschreibe ich im Beitrag. Wer da Interesse hat, möge mich bitte anschreiben, beziehungsweise einfach den Newsletter auch abonnieren. Dann ist er im Bilde. Dieser Schwarmintelligenzabend, der wird völlig kostenfrei sein. Da will ich keinen Pfennig mit verdienen. Das geht um uns alle. Ja? Das machen wir dann über Zoom. Ja, Stundenastrologie ansonsten weiterhin möglich. Jederzeit könnt ihr mich anschreiben. Ich bleibe im Moment bei der Spende nach eigenem Ermessen. Ihr könnt alle Fragen stellen. Soweit ich irgend kann, werde ich versuchen, sie zu beantworten. Bis jetzt aber, glaube ich, habe ich ganz zufriedene Klienten. Das erstmal so ganz kurz. Ich werde jetzt wieder öfter ein paar Beiträge machen. Ich hatte echt zu tun in letzter Zeit. In Kürze gibt es mehr auch auf diesem YouTube-Kanal. Vielleicht noch der Hinweis, es gibt jetzt auch einen Telegram-Kanal, wo ich öfter mal zwischendurch was einstelle. Zwei, drei, viermal die Woche manchmal. Mit kleinen Detailbemerkungen und Horoskopen auch zum äußeren Geschehen. Gut, ihr Lieben, dann jetzt zum Beitrag. Ich hoffe, es ist inspirierend und vielleicht bis bald. Bleibt optimistisch, denn ihr wisst, am Ende wird alles gut. Hier ist die Stimme aus dem Hintergrund. Der Haus- und Hofastrologe sozusagen. Ich wollte bloß sagen, ich mache jetzt auch mal ein paar Tageshoroskope. Ich habe da schon eine ganze Weile mit rumexperimentiert. Und will heute mal so ein paar Stichpunkte dazu sagen. Wie gesagt, guckt mal ruhig in den Kanal Kunst der Stunde rein. Nicht alles, was er da sagt, wäre jetzt so meine Schlussfolgerung, aber ich finde es auf alle Fälle anregend. Und ich finde ja gut, dass man dann unterschiedliche Sichtweisen hat, weil zusammen als Schwarm, die wir uns alle ergänzen, kommen wir der Wahrheit immer näher. Ja? Ich habe heute früh im Netz ein Video gesehen von Xavier Naidoo. Ihr kennt ihn alle. Manche halten ihn für einen Verschwörungstheoretiker oder für einen bösen Reichsbürger und solchen Kram. Er hat da geweint und hat gesprochen über die befreiten Kinder im Central Park. Manch einer weiß schon was darüber. Über den Central Park selber weiß ich nichts. Es geht jedenfalls breitest im Netz das Gerücht und auch viele Informationen über die Gefangenen und entführten Kinder auf dieser Welt. Seit Jahrzehnten geht es so oder vielleicht sogar seit Jahrhunderten. Ich will die Details gar nicht ansprechen hier. Es ist jedenfalls ein furchtbares Geschehen, wenn es dann wirklich so wahr ist. So, es geht jedenfalls im Netz rum, dass vieles von dem, was wir heute außen sehen, diese ganzen, das Virustheater, dass das dazu da ist, dass im Hintergrund bestimmte Aktionen stattfinden können, die, wie Trump mal gesagt hat, den Sumpf ausräuchern. Ob Trump zu trauen ist und Putin zu trauen ist, da bin ich immer noch ein bisschen vorsichtig, weiterhin. Letztendlich sind es wir selber, die uns befreien müssen. Das kann keiner für uns tun.
Aber jedenfalls habe ich jetzt mal diesen Tageshoroskop für heute gemacht. Wollte einfach mal gucken. Ich mache das immer auf Berlin. Das heißt, auf 0 Uhr mache ich dann das Horoskop. Hier ist einmal der 3.4. von heute und zwar MEZ. Und dann mache ich noch ein zweites Horoskop, wo ich die Local Mean Time, das heißt die eigentlich reale Zeit vor Ort, nehme, weil mich das schon lange interessiert, ob man damit experimentieren sollte. Horoskope Local Mean Time, das heißt die ursprüngliche Zeit vor Ort zu nehmen für Aussagen. Beim MEZ-Horoskop 0 Uhr am 3.4. auf Berlin haben wir einen Endgrad von Skorpion. Das ist laut dem Skript der Heldenreise oder Genesis-Skript, wie wir jetzt sagen, ist es das Ende der 11. Etappe, der Aufstieg aus der Unterwelt. Ja, schon bezeichnend alleine mal das als Bild. Und aus der Klassik her müssen wir dort den Mars zuordnen, dem Skorpion, und aus der modernen Astrologie den Pluto natürlich zum Skorpion. Ja. Beide stehen hier im zweiten Haus. Wir werfen einfach ein paar Blicke drauf. Der Mars ist gerade vorbeigezogen am Saturn und bewegt sich jetzt weiter im Wassermann. Ich habe ja schon gesagt, mal in einem Beitrag, dass das potenziell der kreisende Adler ist. Ja, der aggressive Vogel oder der bewährte Vogel, also der Vogel, der auch angreifen kann. Für mich ist weiterhin die Frage, sind die staatlichen Strukturen oder die sogenannten staatlichen Strukturen, die wir draußen haben, derzeit unter Beschuss, werden die im Hintergrund mit einem eisernen Besen ausgekehrt oder nicht? Wenn man den offiziellen Nachrichten folgt, sitzen die sogenannten Eliten, also unsere Geschäftsführer, noch recht gut im Sattel. Der IWF hat gerade der Venezuela einen Notkredit verweigert, um den Menschen da zu helfen, solange kein Regime-Change vollzogen ist. Also so einfach geht es. Wir wissen ja mittlerweile einiges über den IWF, was das für eine wohltuende, moralisch hochwertige Institution ist und wie sie flächendeckend Afrika zerstört hat mit ihren tollen Krediten. Nun gut, wir sind weiterhin gespannt. Jedenfalls haben wir hier Herrscher von 1 in 2. Wenn es der Mars ist, den wir als erstes zuordnen können, ich mache das jedenfalls immer wieder oder immer öfter, dass ich aus der Klassik rangehe, dann wäre das der eiserne Besen im Sozialgeflecht zum Beispiel. Ja, die Zerstörung derjenigen Anteile im sozialen Geflecht, die nicht auf Wahrheit beruhen. So übersetze ich das, weil der Mars ist die Keule des Neptun, das Zugpferd des Ungeschehenen, er ist der Aufdecker der hochgebeulten Lügenteppiche. Und zwar wird er besonders dann aktiv, wenn der Neptun, die Quelle der Wahrheit, die Quelle von allem sozusagen, nicht mehr präsent ist in einem Gefüge, wie Döberanner gesagt hat, in welchem Lebensbereich auch immer, dann wird der Mars aktiv und setzt diejenigen Strukturen außer Kraft, die keinen Neptun mehr haben, denen die Wahrheit fehlt. Ja. Ja, der Wunsch ist natürlich, egal wie viel jetzt jeder von uns hier weiß über Hintergründe oder Vordergründe, dass Wahrheit herrscht im Land. Vermute ich jedenfalls, ich unterstelle das jetzt mal vielen Menschen ganz frech, kann natürlich jeder zurückweisen, jedenfalls mein Wunsch ist es, dass Wahrheit herrscht. Wenn wir wirklich den Aszendenten von Ende Skorpion haben, dann sind wir dabei, das Verlies zu verlassen. Ja, danach käme dann sozusagen der Anfang Schütze. Vom Döberrainer liegen von bei 1 bis 3 Mars-Pluto drunter von seinen Gruppenschicksalspunkten. Das wäre wahrscheinlich der Angriff auf eine Machtstruktur, weil wenn der Mars im Schützen ist, ist er meiner Meinung nach stärker, schon alleine von dem Element und vom Tierkreiszeichen, als der Pluto, der dann da dabei stehen würde. Bei mir ist es der Aufstieg, der erste Flug des neuen Phönix. Ja. Der wiedergeborene Phönix, der in die Freiheit aufsteigt, ist bei mir die 12. Etappe des Skripts. Gut, nun muss man dazu sagen, dass der Jupiter im Steinbock nicht so stark steht, wobei er ist noch auf 24,37, der läuft jetzt auf den Pluto zu. Nur noch wenige Bogenminuten ist der Jupiter von dem Pluto entfernt und wir können jetzt einfach mal anhand des äußeren Geschehens, das, was wir gerade außen sehen, beobachten und dann natürlich die Konstellation nochmal neuer betrachten oder näher betrachten oder neu artikulieren oder angemessener artikulieren. Und ich sehe natürlich, weil ich tendenziell ein Grundoptimist bin, sehe natürlich in dem Jupiter, auch wenn er im Steinbock steht und eingeschränkt ist, eine Form von größerer Freiheit, größerer Weite. Und wenn der Jupiter ein großer Lichtträger ist, was er ohne Zweifel ist, der fängt nämlich sehr viel Licht von der Sonne ein und gibt es entsprechend weiter. Deswegen wird er gern als
Wohltäter bezeichnet, meiner Meinung nach, dann bringt der Jupiter als großer Lichtträger in dem Moment, wo er jetzt auf den Kerkermeister Pluto, die Unterwelt, genau zugeht, bringt er sehr viel Licht in die Verliese dieser Welt, in das Versteckte, das Verdrängte, auch von uns allen mit ein Stück weit Verdrängte, in die Verliese dieser Welt. Und ich finde es insofern ganz interessant. Wir hatten gestern Abend ein Webinar zum Skript der Heldenreise und da waren wir auch in der 11. Etappe. Das ist ja der Skorpion. Das heißt bei mir Katakomben der Macht. Und da sagte dann auch ein Teilnehmer, dass er, weil wir da eine kleine Fantasiereise nach der Erläuterung des Themas gemacht haben, dass dann in der eigenen Fantasie auch ja, Kinder zu sehen waren, die in einer schwierigen Situation waren. Ich drücke es mal so ganz vorsichtig aus. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass in uns allen dieser Anteil irgendwo auch existiert, dass das Dunkle, was da draußen passiert, auch ein Teil von uns sein könnte. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass wir diese Anteile in uns, wo wir mit diesen Anteilen verknüpft sind, in uns heilen können und durchlichten können und dass dann automatisch die Dunkelheit draußen in der Welt schwächer werden müsste. Das ist die These und dazu werden wir demnächst mal einen Schwarmintelligenzabend machen. Der kostet in dem Fall dann gar nichts, der ist völlig frei. Der ist einzig mit dem Ziel denn da, dass sich da Menschen zusammenfinden und mit den dunklen Anteilen in sich selber, die über morphogenetische Verknüpfung mit den äußeren Feldern verknüpft sind, diese dunklen Anteile in sich selber sozusagen zu heilen, zu durchlichten und aufzulösen und damit das äußere Geschehen der Durchlichtung zu unterstützen. Ja, das heißt, die gesamte Welt existiert in uns. Und wir können in uns die gesamte Welt heilen. Das ist die kühne These dabei, die man hier sozusagen, die ich jetzt hier in den Raum stelle. Ich persönlich glaube, dass es geht. Und ja, da werden wir demnächst ein Schwarmintelligenz machen zur Heilung der Dunkelheit und dieser ganzen Themen der satanischen Kulte und des Umgangs mit Kindern auf dieser Welt, die hoffentlich jetzt irgendwann enden werden. Mein optimistischer Ausblick ist der, und ich bleibe erstmal dabei, auch wenn das äußere Geschehen laut der offiziellen Nachrichten die Eliten noch gut im Sattel sitzen, bleibe ich erstmal dabei, dass wenn der Jupiter über den Pluto läuft, dass dann Licht in das Hintergrundgeschehen kommt und dann dort eingeschlossene Gestalten, so wie ich es immer seit Jahren jetzt beschreibe, dass in dem Pluto oft verdrängte Gestalten eingesperrt sind, dass die Gestalten dann in die Freiheit entlassen werden oder auf alle Fälle Licht bekommen und mehr Raum bekommen. Das behaupte ich mal weiterhin. Ja, man kann natürlich auch im Auge behalten oder zumindest sollten wir erwägen, dass die dunkle Seite von Jupiter-Pluto eine erzwungene Einheit ist. Ein erzwungenes Zusammenfügen von Getrenntem. Ja. Das wäre die dunkle Seite, dass man sozusagen einen Weltsozialismus bekommt unter Zwang. Eine Zwangsvereinigung. Wir sind alle eins, wie es immer so schön propagiert wird. Das wäre auch die dunkle Seite. Ich persönlich glaube, dass die Entwicklung langfristig dahin geht, dass Individualitäten, sprich zum Beispiel auch Nationalstaaten, wieder Auftrieb bekommen. Es wird zwar immer propagiert, dass dann wir zurückfallen in eine weniger weiterentwickelte Menschheit. Ich halte das für vollkommenen Quatsch. Das ist so, als wenn man sagt, Frau Müller, Frau Lehmann und Herr Schmidt sind ab jetzt sofort alle eins. Sie sind ein gleichgeschaltetes Wesen. Individuen, die trotzdem emotional verbunden sind, durch Mitfühlen, durch Emphase, die kooperieren wunderbar miteinander. Und zwar durch Austausch und Ergänzung von Eigenheiten. Das ist wunderbar. Und das, was uns möglicherweise bestimmte Kräfte dieser Welt aufzwingen wollen, das ist die komplette Gleichschaltung. Bis auf einen kleinen winzigen Kreis oben, ganz oben an der Spitze, an der bisher noch bestehenden Pyramide, die sich alle Freiheiten nehmen. Das heißt, das Prinzip gilt, alle Regeln, die wir machen, gelten für euch, für uns nicht. Ich glaube, das wird keinen Bestand haben. Die Pyramide steht nur so lange, wie die Basis unten sie trägt. Und wenn die Basis anfängt wegzulaufen, weil sie merken, wir machen nicht mehr mit, wir haben keine Lust mehr, dann müssen sie nicht mal gegen die Pyramide kämpfen. Sie brauchen bloß einfach die Pyramide aufhören zu tragen. Und weggehen oder nicht mehr mitmachen. Dann wird diese ganze Pyramide zusammenbröseln. Ja, aber trotzdem sind wir alle ein Teil der Pyramide und ich glaube, dass
die dunkleren Anteile, die derzeit in dieser Welt ganz oben sitzen, meiner Meinung nach, nach meiner Wahrnehmung jedenfalls, dass wir die heilen sollten. Weil, wie es immer so schön heißt, bei diesen QAnon-Thesen, wenn wir gehen, dann gehen wir alle, so ungefähr. Und ich glaube auch, dass es jetzt Zeit, dass die ganze Menschheit einen Schritt über eine bestimmte Schwelle macht und dazu müssen alle eine gewisse Heilung vollziehen, um danach in neuer Freiheit vereint zu sein und trotzdem individuell. Wir werden sehen, wir leben in spannenden Zeiten. Ich fühle mich ein bisschen an die Wende erinnert in der DDR. Es ist irgendwie ganz ähnlich wie die öffentlichen dort oben Mauern, aber so langsam kommen ja langsam auch Risse ins Gebälk. Immer mehr Ärzte melden sich und sagen, darf ich mal einen Finger heben? Sie haben den Mut, um zu sagen, hier stimmt was nicht. Nichtsdestotrotz muss man natürlich aufpassen, dass man nicht in Zweckoptimismus verfällt. Wir haben auf alle Fälle erstmal am 5. April rum die exakte Konjunktion von Jupiter und Pluto. Und der Pluto, wenn er Inhalte trägt, die nicht in die Welt konnten, der ist schon sehr, sehr stark. Und man muss auch damit rechnen, dass die dunkle Seite dieser Konstellation erstmal noch ein Stück anzieht. Und das wäre dann, wollte die totale Quarantäne oder irgendwas in der Art, das ist durchaus möglich. Und zwar so lange, bis das Eingeschlossene in uns sozusagen durchlichtet ist, kann das möglich sein. Damit kann man rechnen, ja? Im Übrigen, wenn man das Horoskop nochmal auf Local Mean Time stellt, dann sind wir schon weit im Schützen drin. Die Sonne steht dann wirklich Mitternacht wirklich auf dem IC, also auf dem tiefsten Punkt des Horoskops, unten im Widder bei 13:39. Ja, da sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Das werde ich jetzt aber nicht mehr besprechen. Ich stelle es bloß mal in die Runde als These, darüber auch mal nachzudenken, was mit Local Mean Time ist. Und ansonsten würde ich jetzt erstmal bei der ersten Besprechung bleiben und euch in den Tag entlassen. In den nächsten Tagen werden wir mit dem Aszendenten von MEZ von der mitteleuropäischen Zeit in den Schützen reinlaufen. Und dann dürfen wir gespannt sein, was im Laufe des April passiert. Übermorgen jedenfalls sind wir im Schützen drin, morgens 0 Uhr. Ja? Habt einen schönen Tag, bleibt optimistisch, vertraut. Letztendlich ist es so, dass nur wir selber uns befreien können, zum Beispiel mit einer Willenserklärung. Dazu irgendwann später mal. Ja, jetzt noch schnell der Abgesang zur Stundenastrologie und Webinaren und diesem Schwarmintelligenzabend, den ich am Anfang erwähnt habe, und dem Buch. Also, wie gesagt, Stundenastrologie habe ich vorhin noch schon gesagt. Es bleibt erstmal dabei, bis auf Weiteres auf Spende. Des Weiteren peile ich jetzt an am 13.04. Das ist der Ostermontag am Abend, wenn wir Internet haben. Da gibt es ja auch einige Gerüchte, die drei Tage Finsternis sollen sich aufs Internet beziehen. Ich rechne da mit einigen Entwicklungen jetzt im April, wie gesagt, ansonsten am 13., dem Montag, 20 Uhr mitteleuropäische Zeit, würde ich diesen Schwarmintelligenzabend machen zum Thema Heilung der Dunkelheit oder Klärung der Dunkelheit oder Integration der Dunkelheit in uns selbst oder der Anteile, der dunklen Anteile der Welt in uns selbst. Über Zoom, das steht nachher auf meiner Seite oder ihr tut euch einfach in den Newsletter rein. So, dann gibt es noch einen Abend am 19. April. Ja, bis dahin sollen ja die Maßnahmen gelten. Bis jetzt hat ja der 11. April noch nicht so richtig gefunkt. Mal gucken, noch ist er nicht da. Am 19. April abends, auch MEZ 20 Uhr, über Zoom würde ich dann den nächsten astrologischen Lagebericht machen. Mal gucken, was bis dahin sich entwickelt hat. Und das Geschehen kommentieren aus meiner Sicht oder mit euch darüber sprechen und uns darüber austauschen. Ja, 19. April, 20 Uhr MEZ, alles nachher auf meiner Seite. Dann des Weiteren noch der Hinweis auf das Buch. Derzeit noch das unsichtbare Skript unserer Heldenreisen, wenn wir in Kürze mit dem Titel das Genesis-Skript rausbringen. Da ist die ganze Entwicklung aus der Sicht einer universellen Entwicklung beschrieben. Alle Etappen, alle Phasen, 36 Phasen jeder Entwicklung. Der Link ist unten drunter zu finden. Und hier noch der Hinweis auf die Webseite meines Bruders, mit dem ich jetzt wieder intensiver zusammenarbeite. Da werden wir auch demnächst ein Video machen, vielleicht ein Interview, mal gucken, weil er arbeitet viel mehr mit diesem unsichtbaren Skript schon, mit dem Genesis-Skript. Für Firmen und für Leute, für Produkte, alles Mögliche, um Situationen zu beschreiben. Begabungsfeld Lesung, Skriptlesung nennt er das.
Da können viele, viele Schichten ausgelesen werden und eine sehr differenzierte Beschreibung unabhängig von der Astrologie gemacht werden. Gut, Freunde, das war's von meiner Seite. Gehabt euch wohl, bleibt optimistisch und bis.